Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Moin Freunde, herzlich willkommen bei der Autogesellschaft. Willkommen beim neuen Video. Wir drehen jetzt mal eine Runde durch den Handel, durch die Werkstatt. Wir haben so zwei, drei Baustellen ja da und wollen mal gucken, wie es da jetzt aussieht aktuell und wie weit wir da gekommen sind, damit ihr mal seht, dass wir nicht bloß dumm rumlabern, sondern auch wirklich dann den Sprüchen, Ansagen, Folge leisten, Folgen, Taten. Taten folgen lassen. So rum. Ach, leck mich doch irgendwie sowas. Der André, der hat gerade wieder ein Lost gemacht. Richtig geil. Als ich angekommen bin, hat er das hier schon mal eingepackt, die Ladenaufdeckung, die der Kunde noch kriegt. Da war das hier vorne schon, das hätte der mal sehen müssen, ohne Scheiß. Komplettes Schlachtfeld um seinem Schreibtisch drumherum, der schon völlig am Fluchen und am Machen und am Tun mit Klebeband und überall lagen Schnipsel rum hier. Tausende gefühlt davon, ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Ich habe Pappe aus der Tonne geholt, weil wir kein Verpackungsmaterial holen. Das arme Kind muss in die, muss in die Tonne klettern, ne? Auch bei der Autogesellschaft musste einfach mal in die Tonne steigen. Genau. So kennt man ihn. Geht er wieder containern. Da hat er bestimmt, also mindestens, wie lange hast du Realist gebraucht, das erste Mal einzupacken? Noch so eine Viertelstunde bestimmt. Okay. Dann hat er das fertig eingepackt, das Ding. Ja, komplett alles fertig mit Paketschein, alles schön adressiert, bla bla. Dann fiel ihm ein, ich guck nochmal nach wegen Sperrgut. Und was war dann das Ergebnis? Es war 10 cm zu lang. Das hat aber nur 5 Minuten gedauert. So geil! Komme ich hier eine Stunde später wieder vorbei, fummelt er diesmal auf der Seite wieder an dem Paket rum und hat es komplett ausgepackt. Das war geil. So macht der Autohandel auch Ankauf mehr Spaß. Das ist ein 420i mit M-Sportpaket innen außen. Ich glaube, das ist ein 2015er oder 16er mit nicht ganz 60.000 Kilometer runter. Und der hat ja angerufen und hat gefragt, ob wir die Karre kaufen wollen. Und da habe ich so gesagt, naja, vom Wollen kann nicht die Rede sein, auch wenn du loswerden willst, dann zeig mal, was du hast. So, und da hat er uns dann irgendwie Bilder geschickt und so, und der kommt hier irgendwo aus der Ecke, unweit von hier, ein paar Kilometer bloß. Und da habe ich so gesagt, jetzt mal ehrlich, was musst du für den Trümmer haben? Und er hat gesagt, naja, so und so viel. Ich sage, ich sage, okay, wie kommst du jetzt ausgerechnet auf uns? Ja, ich habe eigentlich einen Interessenten, der will das Ding haben, der zahlt mir aber nur das und das. Ich sage, okay, verstehe ich. Und dazu kommt, ich bin zu faul, dahin zu fahren. Wirklich jetzt. Hat er gesagt, ja? Ja, hat er wirklich gesagt. Das ist irgendwo am anderen Ende von irgendwo. Und dann hat er gesagt, ich habe keinen Bock, dahin zu fahren, mich mit dem zu treffen. Dann haben wir das Ding hier angeguckt, da kam er dann hierher. War eigentlich okay, aber stoß dann von hinten im Arsch. Undicht geworden und dann vergammelt. Ne, die Kolben, die Stange hier, ja, die rein rausfährt. Und ja, dann haben wir uns dann irgendwie geeinigt und gesagt, na komm, dann lass hier die Bude. So sind wir dann zu den Ding gekommen, aber der Typ war sehr sympathisch, sehr, sehr ehrlich. Der hat gesagt, pass auf, ich habe hier den und den, der will das und das geben, ich habe keinen Bock da hinzufahren, bin einfach zu faul. Oder ist mir zu anstrengend. Und der Grund ist, warum er den abgibt, der hat einen G21 irgendwie in einer geilen Farbe irgendwo gefunden und feiert das Auto so hart, dass er gesagt hat, muss ich haben. Und er hat gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen, ich kann eh nicht mitnehmen. Und da hat er ja recht. So. Der wurde jetzt ausgeliefert, der war übrigens sehr, sehr schön. Ja, den fand ich auch geil. Ich glaube, da gab es so ein bisschen Lost mit der Anmeldung und so, das war alles ein bisschen chaotisch bei dem Auto. Das waren wir so technische Schmerzen. So, jetzt haben wir unser G-Modell, den 270er Diesel, ne, wer sich daran erinnert, mit Motorschaden. Der Robin hat sich unter dem Auto schon mal quer gemacht. Ich hab schon übelst gefeixt. Guckt mal bitte. Also wir sind ja hier bei der Autogesellschaft extrem professionell, ne? Deswegen haben wir auch richtig geile Abdeckung als Schoner. Sag mal, aus welchem Puff haben wir die Decke eigentlich mitgenommen? Weiß ich nicht. Beim letzten Besuch irgendwo fiel die mit ab. Aha, beim letzten Besuch. Frauenbesuch, wo du warst, oder was? Ja. Robin, kannst du mich sehen? Wir wollen jetzt erstmal den Kopf runterbauen, damit wir überhaupt erstmal einschätzen können, grob zumindest, was überhaupt los ist. Wie sehen die Ventile aus? Aber wir könnten ja... Okay. Wo ist denn unser Endoskop? Gib mal die lange Nuss. Wollen wir mal schnell gucken, ob wir was sehen? Hab das Endoskop sehr leer an. Endoskop gefunden? Ja. Und die Batterien sind leer. Machst du schon mal untenrum frei? Hinten, kannst du das mal auf die Pelzerseite machen? Du kannst dich mal hier auf den Pelz legen. Ja, ohne Batterien geht nichts. Was ist das? Eine Antenne? Schminkspiegel. Eine Antenne, ja. Scheiße, naja. Dann nehmen wir doch wieder. Warte mal, wie viel brauchst du davon? Fängt der auch an, irgendwo rauszufummeln, ne? Ja, was willst du machen? Ah, scheiße, Batterien von der Fernbedienung leer. Ah, nehm ich die von Dildo. Naja, bis du die Batterien hast, hat er den Zylinderkorb runtergebaut. Stimmt, Mr. Deasy? Bin ich absolut deiner Meinung, Enrico. Wirklich? Ja. Naja, du sagst doch bestimmt, Mr. Deasy, ich stimme dir zu. Ja.
Gehen wir uns mal E-Mails lesen, oder? Ja. Haben wir das mal gemacht? Apropos, ich habe übrigens für den 996 habe ich Räder bestellt. 18 Zoll 9,3 Turboräder. Und die wollen wir dann mal drauf schmieden. Reifen bestellen tun wir dann noch. Und dann können wir am 996 immer weitermachen. Ja. So, dann bekommen wir ja tatsächlich, ich habe übrigens gerade ein Auto gekauft, wollt ihr das mal sehen? Ja, klar. In Chocolate Brown oder sowas. Meine krasse Farbe, oder? Ach so, Matt, ja, ich verstehe. Okay, habe ich mir jetzt. Ist ein 4er Grand Coupé, 20er Diesel, Allrad. Das sieht geil aus. So ein bisschen, manche würde sagen, vielleicht ein bisschen Dünnpfiffbraun. Ich habe so eine Farbe auf so einem Auto noch nicht gesehen. Ist das Folie oder Lack? Nee, ist echt. Ist Folie. Es ist Lack. Sportpaket innen, außen. Großes Navigationssystem. Also die Ausstattung ist eigentlich ganz witzig. Und Kilometer haben mir gepasst. Irgendwie 66 auf der Uhr oder sowas. Das war eigentlich ganz geil. Und eine schöne 19 Zoll Felge dabei. Die M-Sportfelge, Schiebedach noch mit drauf. Also das war schon okay. Alle Service gesehen. Das hat mir gut gefallen, ne? Da war ich dabei, habe ich gesagt, jawohl, give me the car, I take it. Und dann hat er hier den Kratzer, ne? Das ist assi. Das lässt sich richtig beschissen lackieren, das Zeug. Die Farbe heißt Trommelwirbel. Frozen Bronze Metallic. Hm. Neupreis von 56.000 Euro netto. Das ist schon nicht so wenig, ne? Hm. Die Kamera dabei, LED mit Taktverlicht und alles adaptiv und Glasdach und überhaupt und Harman Kardon Soundsystem und Sportfahrwerk mit adaptiven Dämpfersystem, Surround View, variable Sportlenkung mit Servotronic, Sitzheizung vorne und Internetzugang und wissen was alles. Klingt gut. Hat mir sofort gefallen. Und ganz ehrlich, ne, da kann jetzt jeder Händler denken, was er will, aber da habe ich, glaube ich, drauf gedrückt, habe mir kurz die Daten angeguckt, die Service-Daten angeklotzt, ohne zu prüfen, drauf geklickt, gekauft. Ich zeige euch mal hier die drei Kandidaten, die ich so in den letzten, gestern und heute gekauft habe, wenn es interessiert. Da habe ich hier mal einen Jaguar XF Sportbreak Allrad, 2,5 Liter Diesel quasi. Fand ich mal sehr geil, die Miezekatze, miau. Weil, das ist das Mopf und habe ich so noch nie gehabt. Und ich finde das optisch einfach mal was anderes. Und er hat eine wilde Ausstattung. Mit den Sitzen drin. Ja, virtuelles Cockpit, LED-Scheinwerfer, Cockpit. Scheckheft gepflegt, Felge kaputt oder angefahren. Den fand ich cool. Und dann haben wir hier noch Mazda 6 gekauft. Rennt da jemand gleich weg, Juri? Mazda 6, den haben wir ja gestern im Video, ne? Das ist das Boot, das haben wir gekriegt als Sportline. Was relativ selten ist, vor allen Dingen insbesondere mit Ausstattungsmerkmal nehme ich, weil der ist doch recht voll. Der hat Vollleder, der hat Sitzlüftung, der hat heizbares Lenkrad und allen Scheiß. Und das große Maschinchen. Mit Memory-Stuhl und schon cool. Außen weiß, innen braun, das ist wiederum eine coole Ausstattung. Da hatte mal, den Frank, seine Frau, hatte mal einen weißen Golf GTD mit brauner Leder und Ausstattung, das sah geil aus. Und dann haben wir uns noch eingetreten, den Kameraden gerade. Den fand ich gut, das ist ein Passat R-Track, 190 PS, Allrad in Orano-Grau, würde ich wahrscheinlich fast sagen. Und volle Bude. Also die Karre kann fast alles außer Fliegen und Essen kochen. Und Kratzer kann er auch. Kratzerpaket hat er. Und er hat einen vollen Tank, das finde ich auch immer sehr sympathisch. Guck mal, 720 Kilometer Rest. Mal gucken, ob es so stimmt, wenn wir das Auto kriegen. Ob das abgezapft wurde oder ob es noch da ist. Ist auch so ein Thema, ne? Und achtfachbereif. So, das ist bis jetzt die Ausbeute. So, Freunde, da haben wir das auch geklärt. Das wollte ich euch mal zeigen. Ne? Ihr so denkt, die labern nur Scheiße und kaufen nie ein Auto. Das liegt halt daran, dass man meistens irgendwie dann in dem Moment, wenn wir ein Auto kaufen wollen, einfach keins kriegen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal weiter über zu euren Fragen. Wir haben ja einige E-Mails bekommen und verfolgen ja viele, viele Händler im Alltag, ne? Offensichtlich. Also wir haben ja, ich habe das Gefühl, dass irgendwie von den 6.300 unterdrückten Abonnenten, die wir so haben jetzt gerade aktuell, vermutlich 10% locker Händler sind, oder? Kann ich schwer einschätzen. Denkst du so viele, ja? Ohne Mist jetzt, Leute, wenn ihr das seht, würde mich wirklich interessieren, wer Händler alles ist. Da sollen da einfach mal... Eins in den Chat schreiben. Eins in den Chat schreiben, genau. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben uns ja einige geschrieben. Hier schreibt uns offensichtlich ein Händlerkollege und beginnt mit: Hallo liebe Autogesellschafter. So habe ich das jetzt auch noch nie gesehen. Ne? Autogesellschafter finde ich ganz witzig. Ich habe euer Video Fair Friday gesehen. Das ist das mit dem Passat. Das können wir mal kurz einblenden und verlinken oder so, damit die Leute wissen, was es geht. Wie geht ihr mit solchen Mängeln um? Werden diese Reklamationen von dem Verkäufer anerkannt? Fragezeichen. Wir bleiben erstmal an der Stelle locker und geschmeidig. Wobei an der Stelle dort auch gesagt sein soll,
dass uns wir das Auto jetzt abholen wollten mit dem Trailer, und zwar heute eigentlich. Das konnten wir aber nicht tun, weil wir die Abholung komplett neu anmelden mussten über Auto 1. Und so holen wir das Auto erst morgen, und da kam es auch gestern zu einer besagten ominösen Meinung eines Mitarbeiters von dem Logistikzentrum, welcher dann gesagt hat, haben soll zum Kollegen von uns, ja, hier der Fahrer, der da war mit dem Passat und so, der war ja äußerst unfreundlich und pampig und dies und das und jenes welches. Der Fahrer war ich. Und ich lasse mir ja gerne viel nachsagen. Ich lasse mir gerne erzählen, dass ich vielleicht arrogant rüberkomme oder ein Arschloch bin oder sonst was, aber ich bin zu keinem pampig und auch nie unfreundlich. Das ist leider gar nicht meine Art, überhaupt nicht. Weil ich mir immer denke, die Leute dort vor Ort, wo das Auto stand, das Logistikzentrum, die können ja nur für den Schaden im Regelfall gar nichts. Die haben es weder mir verkauft noch irgendwas anderes damit gemacht, das bezweifle ich auch ganz stark, sondern die sind einfach nur die im Zweifel der Letzte im Bunde sind, die im Zweifel dann erstmal den Zorn des Abholenden im Zweifel sogar abbekommen. Kann ich sogar mir vorstellen, dass das passiert. Und bin ich zu dem hin, sage, hier, ich habe ein Problem, das Auto macht krasse Klappergeräusche aus dem Antrieb und das baut sich auf, es wird immer schlimmer und ich denke, so komme ich auf die Autobahn in 10 Kilometer und dann stehe ich irgendwo mit dem Boot. Das macht einfach keinen Sinn, schafft man nicht bis hin. Und er hat gesagt, ja, so ein Mist und so, und dann haben wir das alles vermerkt auf den Lieferschein und ich habe mir eine Kopie davon ziehen lassen. Und dann hat er mir noch angeboten, Mensch, der hat mir sogar noch angeboten. Und der Typ dort vor Ort war super freundlich, super kooperativ und super hilfsbereit. Das muss man an der Stelle jetzt auch mal sagen. Das ist ein Topmann. Der hat versucht, sofort in Lösungen zu denken und, und. Also das war wirklich ein sensationeller, meiner Meinung nach ein sensationeller Mann. Und der hat dann sogar noch angeboten und mit mir gemeinsam geguckt, ob wir irgendwo noch eine Karre haben, die wir vielleicht noch schnell bezahlen können, dass wir den vielleicht mitnehmen. Weißt du? Kann ja sein, dass wir da irgendwie einen gekauft haben, der zufällig auch schon dort steht, auf dem Weg dort irgendwie hin ist, dass ich den gleich mitnehmen könnte. Ja. Dass nie umsonst war. Weil der eben auch sagt, dann hat klar, das ist irgendwie der halbe Tag weg. Für nichts. Und das fand ich äußerst kulant von dem. Also, Grüße gehen raus an der Stelle, falls er das sieht. Fakt ist, dass ich dann mit dem noch eruiert habe, wo wir vielleicht ein Auto haben, sind nochmal durch die Kauflisten gegangen und, haben halt leider nichts gefunden. Und habe dann gesagt, pass auf, ist jetzt nicht so schlimm, dann lass mir die Karre jetzt hier stehen, wenn das geht. Und ich sammle dann das Auto ein und wir fahren dann mit dem Trailer und holen das ab oder so. Oder wir holen es halt über die Spedition, das müssen wir jetzt noch klären. Dann habe ich gesagt, gut, so verbleib mal erstmal. Und dann habe ich mich ihm mit den Worten verlassen, weil Sommer war, Sonne war, es war warm. So, soll ich die Tür offen lassen oder soll ich sie zumachen? Nee, lass offen, ich will jetzt Pause machen. Ich sage, super, dann lass es schmecken, bis bald. So sind wir auseinandergegangen. Das war unser Wortlaut und daran wird er sich auch erinnern können. Und da bin ich kein Pampisch gekommen und kein Blöd gekommen. Und wenn du dort irgendwie zu meiner Kollegin da am Telefon erzählst, dass ich irgendwie unverschämt gewesen wäre oder sowas, dann ist das einfach mal Bullshit oder du hast mich verwechselt. Das hoffe ich jetzt mal ganz stark. Gut, weiter geht's im Text. Das ist, ich will das nochmal klargestellt haben. Sowas kann ich nicht leiden. So, wir haben ein kleines, das geht jetzt hier wieder um den Kollegen, Händlerkollege. Wir haben ein kleines Familienunternehmen mit Werkstatt und Fahrzeughandel. Leider habe ich den Eindruck, dass es egal, wo wir Fahrzeuge ersteigern oder direkt kaufen, überall versuchen, Plattformen bzw. die Bewertermängel zu verbergen. Also, wenn man genau hinguckt, ist es gefühlt ja an jedem zweiten Auto irgendwas. Und egal, von welcher Plattform du das kriegst, das spielt keine Rolle. Der eine, da gibt's ja, es gehen bestimmt kleine Diskussionen in den Kommentaren, zweifellos von diversen Händlern. Kann ich mir vorstellen, an der Stelle jetzt. Ich schwöre dir, jeder Händler, der mehr als 20 Autos im Jahr handelt und die irgendwo über eine Plattform zukauft, der hat irgendwo irgendwie mal was gehabt über die Zeit. Was nie beschrieben war, was nie vereinbart war, was nie bekannt war und. Jetzt muss man sich aber eine Sache immer wieder so ein bisschen mit vor Augen halten. Die Plattformen, die im Zweifel handeln, und vor allem insbesondere die Versteigerungsbörsen, die sind ja nicht der Verkäufer. Die vermitteln ja nur. Einstellen. Für die Einstellung der Fahrzeuge bist du ja als Händler oder als Leasinggruppe oder sonst wer auch immer du gerade bist, der das Auto verkauft, selbst zuständig. Und da hast du halt das Problem, dass natürlich dann dort Spielraum ist, wenn an dem Auto irgendwas scheiße ist, dass da der eine quasi zum anderen so macht, das war der. Und du bist dann halt als Käufer der Dumme. Aber kannst du reklamieren oder nicht? Natürlich kannst du das reklamieren, aber ob du da... ob du dann dort irgendwie den Segen kriegst oder beziehungsweise den Zuspruch, hat bei uns bis jetzt immer geklappt. Bei dem Mercedes, der einen Offset-Schaden hatte, da waren sie sehr großzügig, bei dem Fast-Neuwagen. Ne? Da waren sie sehr, sehr großzügig. Ansonsten haben wir da auch so durchwachsene Erfahrungen. Also wir bleiben auch oft auf Schäden sitzen. Ich glaube, das ist leider dann doch so der Fall, Mund abputzen, weitermachen. Für uns bleibt da auch nichts anderes übrig. Wir haben genau dieselben Probleme. Es geht hier aber noch weiter, gehen wir nochmal darauf ein.
Bestes Beispiel aus 1.21, dreimal Skoda Fabia mit 30.000 Kilometern aus Italien gekauft. Keine Mängel beschrieben. Natürlich ist uns bewusst, dass die Fahrzeuge nicht mängelfrei sind und dass andere Fahrer kleine Schäden als Verschleiß sehen. Ja, das ist immer Auslegungssache. Für den einen ist es ein Kratzer, für den anderen ist es ein Totalschaden. Das ist wohl wahr. Gut, italienische Fabias ist so ohnehin schon so ein Thema, ne? 3 Jahre oder 4 Jahre alt, 30.000 runter, was ist das für ein Auto? Meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich irgendeine Mietbude, ne? Aus einer Vermietgesellschaft, Herz Eurocorn Co. Und wie werden meistens so eine Autos behandelt oder misshandelt? Naja, nicht so gut halt, einfach nur. Oftmals, ne? Gerade dort unten in den südlichen Gefilden, gerade Richtung Süditalien, das ist meistens ganz wild. Dann sehen die Dinger nicht so geil aus. Ja? Deswegen ist ihm schon bewusst gewesen, dass wahrscheinlich dort irgendwie auch was dran ist. Mal gucken. Die Fahrzeuge wurden geliefert und sofort wurden 8 Reklamationen durch uns erstellt. Schadenssumme pro Fahrzeug 2.000 Euro netto circa. Das ist nicht wenig, ne? Das ist schon, seid ihr ganz ehrlich, das ist quasi meistens ja so grob die Marge von dem Ding, ne? An so einem Fabia ziehst du ja keine 5 Mille. Also ich weiß ja nicht, was die gekostet haben. Wenn die so richtig billig waren, dann ist klar, dass du zwei eher versenkst. Aber wahrscheinlich haben die halt auch 3,80 Mark gekostet, die Dinger, und dann hat er dort 2 Scheine, vielleicht 2,5 Scheine netto Marge. Davon geht der Transport und Aufbereitung und deutsche Papiere runter. Ob sich das dann lohnt, vor allem auch die Wartezeit für die Autos, ja? Jetzt mal realistisch. Also ihr Italien-Autos holen, macht schon Sinn, wenn du was Gutes, Cooles kriegst. Aber die Wartezeit, bis die Dinger umgemeldet, abgemeldet sind und so eine Scheiße, das dauert ewig. Also das ist meine Erfahrung, dauert einfach ewig. Das waren Mängel wie zum Beispiel geklaute Lambda-Sonde. Einfach mal eine neue gebraucht. Also die kostet vielleicht ein Huni oder sowas, geben Plan. Getauschte Starterbatterien, gut, das erleben wir auch oft. Ne? 8 Batterie leer, nehmen wir die. Guck mal unter die Haube, hier muss irgendwo was Passendes da sein. Das haben wir auch schon erlebt. Aber da reklamieren wir nicht. Lohnt sich nicht der Aufwand. Kriegst eh nichts, kriegst eh eine Absage. Die Antwort kenne ich schon. Brauchst du nicht anfangen. Echt, wirklich. Verdeckte Unfallschäden, fehlende 2 Schlüssel. Gut, das ja, ist auch scheiße, weil 2. Schlüssel bei so einem jungen Auto, der Kunde guckt dich immer schief an und stellt Fragen. Ist auch wirklich Dreck ohne 2 Schlüssel. Aber gibt's oft. Und der Kunde vermutet ja immer gleich was Böses, dass du da nachts kommst und die Karre abholst. Zerkratztes Armaturenbrett. Nicht ein paar Kratzer, sondern Fläche so groß wie ein A4-Blatt. Boah, das ist dann schon nicht ganz ohne, ne? Mhm. Das ist assi. Antwort von ... Regler abgelehnt. Mängel teilweise auf dem CMR. CMR ist der Lieferschein, das ist der Frachtbrief von dem LKW. Da steht quasi drauf, was für ein Artikel, von wo nach wo und wer es fährt. Und da musst du im Zweifel, wenn du die Karre bekommst, sofort am besten im Beisein des Fahrers etwaig auffallende Mängel sofort protokollieren und unterschreiben lassen, ganz wichtig, von beiden Seiten. Wenn der Fahrer nie unterschrieben hat und du nie, gut, du kannst im Nachgang, nein, du musst auch unterschreiben. Nein, du musst unterschrieben haben, sonst wird es Käse. Dann haben die ganz einfaches Spiel und sagen, fick dich. Ja, ist so. Teilweise auf den CMR nicht aufgeschrieben und Unterschrift vom Verbringer fehlte im Feld mit den Mängeln. Na klar, dann haben sie dort natürlich die Möglichkeit zu sagen, kann ja jeder irgendwas hinschreiben. Ja. Ist ja ungefähr so, als würde ich mit dir einen Kaufvertrag schließen und schreibe dann im Nachgang irgendwas auf den Kaufvertrag auf und sage, hier, guck mal, hast du hingeschrieben. Du Kasper, hier, mach mal. Es ist klar, dass sie dann sagen, hier, was willst du denn? Ne? Ja. Da haben die natürlich dann, das, ich sage es mal ganz vorsichtig, ein gefundenes Fressen. Da rauszukommen, safe aus der Nummer. Ne? War kein Platz auf dem CMR, schreibt er als erst, also der erklärt auch warum. Punkt 1, war kein Platz auf dem CMR. Zweitens wusste der Fahrer nicht, was er unterschreiben sollte. Gut, die sprechen oftmals so einfach kein Deutsch, die Jungs. Und okay, Englisch, ganz oft. Wir sind schon seit 20 Jahren bei denen Kunde, trotzdem findet sich keine Lösung. Das gleiche Spiel erleben wir immer wieder bei allen anderen. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ich sage ja nicht die Namen, ne? Obwohl das sind wirklich, wenn ich jetzt hier nenne, das sind wirkliche, das ist ein richtiger Drecksverein. Das ist ein richtiger Verein. Mit denen haben wir uns sogar mal gestritten. Ja. Ja. Und zwar, will ich kurz erklären, haben wir mal einen, auch aus, ich weiß nicht mehr woher, Griechenland oder irgendeine Scheiße, ein Ford Fiesta ST gekauft, schon viele Jahre jetzt her. Und das sollte ein 2000, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. War das 2009? Ist schon lange her. Entweder war es 2009 oder war 2006. Auf jeden Fall war das Auto 3 Jahre älter, als es angegeben war. 3 Jahre. Und hatte irgendwie 6.000 oder 7.000 Kilometer mehr auf der Uhr, als im Inserat stand.
3 Jahre älter und 6000 mehr als Geld. Ja, ja, war wirklich so. Und da hat dann damals mein Geschäftspartner gesagt, Jungs, das geht so nie. Also hier irgendwie, die wollten uns dann irgendwie, weiß ich nicht mehr, 250, 500 Euro anbieten für 3 Jahre älter. Und dann rief dann der Typ irgendwann an, bei mir, auf dem Handy und meinte dann, was ich jetzt so sinnbildlich, was ich jetzt will von ihm. Was die Scheiße soll. Wirklich, ich meine es wirklich ernst, der war wirklich unfreundlich. Und dann bin ich dann auch unfreundlich geworden und sage, ja, ihr habt da eine Macke oder was. Was ist, wenn ich es andersrum machen würde, was wären dann? Ich wollte euch ein Auto verkaufen, was irgendwie 3 Jahre älter ist und irgendwie 6.000 oder 7.000 Kilometer mehr auf der Uhr hat. Was würde ich mir dann sagen? Würde ich dann sagen, ja, es geht in Ordnung, geht klar, schön. Und dann mein Geschäftspartner war dann auch so sackig, ich hab gesagt, komm, das ziehen wir jetzt durch. Normalerweise haben wir sowas keinen Bock, aber an der Stelle haben wir es dann durchgezogen, weil wir uns dachten, wir als kleine Händler müssen wir uns dann immer alles gefallen lassen. Das kann es doch auch nicht sein, oder? Hm. Haben es dann auch durchgezogen, Tatsache. Und die haben dann darauf natürlich auch entsprechend reagiert und haben es natürlich dann den Account gesperrt. Also ganz ehrlich, ich fick auf diese Wichser. Das ist ein Drecksverein. Und wenn irgendwann wirklich, ich sag's dir so, wie es ist, damit warte ich noch, bis ich eine. Vielleicht kriegen wir irgendwann wirklich mal eine Größe, wo es wirklich weh tut, wenn wir darüber reden. Dann mache ich das. Jetzt ist noch zu früh, weil jetzt handelst du dir nur sinnlos Ärger ein und die kuschen nicht. Aber ganz ehrlich, ich weiß, dass ich jetzt einigen Händlern aus der Seele spreche und mancher Privatmann, der sich zuguckt, der denkt, der hat eine Macke. Das mag ja sein. Aber sagst du ganz ehrlich, wie du als Händler von diesen Plattformen durch die Gegend geschubst wirst und auf Deutsch gesagt F... wirst, ist manchmal echt die fotzigste Art auf der ganzen Welt. Und ich hoffe, und ich wirklich, das würde mir wirklich sehr gut gefallen, wenn ich stellvertretend für viele andere Händler, auf die auch mal Druck aufbauen könnte. Und zwar gewaltigen, das wäre schön. Ja. Das würde mir wirklich, das ehrlich ist, so wahr ich jetzt hier sitze, das würde mir richtig gut gefallen. Damit die eben auch nie dich als Händler wie so eine Fotze behandeln. Du bist der Kunde und das vergessen die. Wenn wir mit unseren Kunden so umspringen würden, dann würden wir jede Woche vor Gericht sitzen. Jede Woche. Und ich habe gar keinen Bock, mich mit irgendjemandem zu streiten. Überhaupt, ich habe keine Zeit für sowas. Ja. Ich will einfach nur, dass es funktioniert und das wollen alle anderen auch. Die wollen einfach nur, dass man fair miteinander umgeht. Das ist alles, was wir wollen. Nichts anderes. Es passiert mal Scheiße, das ist alles legitim, aber du bist ein Fotzenverein und eine absolute Drecksbande, sag ich dir so, wie es ist, wenn du die Leute ablaufen lässt. Wenn Scheiße passiert, so sehen wir das hier, dann muss man dafür auch einstehen. Das ist einfach so. Und es passieren hier auch Fehler. Denkst du, wir sind fehlerfrei? Nee, wir machen genauso Scheiße. Und ich warte auf den Tag. Und es gibt jetzt eine Gesetzesänderung, nächstes Jahr übrigens, Leute. Ne? Das gibt es nun schon seit vielen Jahren, wird darüber ja bei diversen Gerichten in Europa diskutiert und philosophiert und weiß nicht was alles und das ausgefochten. Die Gewährleistung wird ja verlängert, ne? Wahrscheinlich ab 2022. Okay. Bei uns, das Umkehr findet erst nach 12 Monaten statt. Für gebrauchte Güter. Das wird sowieso den einen oder anderen Händler entweder zum Umdenken bewegen oder zum Aufhören. Sag ich so, wie es ist. Weil dann wird es echt wild. Dann wird es richtig wild im Autohandel. Ich kann den Schreiber, den Verfasser der E-Mail hier komplett nachvollziehen. Egal wo wir kaufen, immer wieder verdeckte Mängel. Reglas werden mit Formsätzen abgelehnt. Ja, das stimmt. Erlebe ich so oft. Bei Nachfrage per Telefon, dann kaufen Sie besser nicht bei uns. Und das passt genau zu diesem Kackverein mit dem ZMS. Den Namen ich jetzt nicht nennen mehr. Lord Voldemort. Das ist ein Fickverein. Ich hasse diesen Laden. Die hasse ich wirklich. Wir kaufen teilweise direkt von Volkswagen direkt die Leasingrückläufer und selbst dort gibt es oft das gleiche Spiel. Wie geht ihr mit solchen Themen um? Falls ihr keine Lust habt, euch mit uns auszutauschen, dann ignoriert einfach diese E-Mail. PS, wir sind in der Nähe vom Logistikzentrum Autokonto Bayern. Die JVA Rassnitz ist in unserer Nähe. Ihr könnt bei Gelegenheit auch mal anhalten. Wir haben hier ein E400 D4matic Avantgarde aus 18 mit 14.000 Kilometer. Der Kunde streitet sich seit über 2 Jahren mit Mercedes um die Rückgabe vom Fahrzeug. Im Mai ist Verhandlung. Vielleicht wäre das was für euch. Ja, warum nicht? 400er ist immer ein schönes Auto. Ja, nee, also ich fühle den Kollegen hier komplett, kenne ich, aber ich reg mich über sowas dann nicht mehr auf. Ich reg mich eher nur noch darüber auf, dass, wenn es bekannt war, dass man sich einfach verhält wie Axt im Wald. Das finde ich einfach assi und das so getreu dem Motto, ihr Händler verdient ja genug Geld. So, das ist ja dann so der Kerngedanke danach, daran. So, weiter geht's. Jetzt hat uns hier offensichtlich ein Abonnent geschrieben, nehme ich an, ne? Ja. Hallo, ich wollte es jetzt mal einfach gesagt bzw. geschrieben haben. Auch wenn euer Chef ja bekanntlich auf E-Mails
steht, in Klammern also nicht, Lachsmiley. Ja, das stimmt. Habe als bekennender Autospinner letztens durch Zufall eure Videos auf YouTube entdeckt. Bin echt begeistert. Super, freut uns sehr. Sehr authentisch, direkte Aussagen ohne Rücksicht auf sowieso nicht wirklich wichtige Verluste. Cool. Habe eigentlich immer Freude, wenn ihr etwas Neues einstellt. Das freut mich sehr. Leider muss ich über diese Kontaktmöglichkeit schreiben, da ich auf die inzwischen üblichen Social Media Kanäle bin halt oldschool. Ich auch. Ich habe weder Insta noch Facebook noch sonst was. Wir haben lediglich die Firmenaccounts, Instagram, da bin ich selten unterwegs, und YouTube, und ich habe letztens gegen Facebook aber auch. Und ich habe, um ehrlich zu sein, weder privat noch irgendwas Social Media mäßig. Ich denke, YouTube und Instagram reicht für die Firma vollkommen aus. Ich persönlich müsste da nicht dran teilnehmen. Ich will mein Telefon, mit meinem Telefon bin ich, wenn dann nur im Netz unterwegs und suche nach Autos oder nach Teilen. Oder gucke mir Bilder von meiner Familie an und ansonsten, oder gucke mir YouTube-Videos an, das war's, ja. Ansonsten habe ich keinen Bock und keine Zeit, mich mit der Scheiße auseinanderzusetzen. Das ist was für die anderen. Fertig. So, was schreibt er noch? Viel Erfolg weiterhin und bei euren Geschäften und bei eurem Kanal. Vielen lieben Dank, freut uns sehr über deine Zuschrift. Feiere ich komplett, dass es dir so gefällt. Das ist schön. Und ich sag dir so, wie es ist, wir werden auch so dabei bleiben, werden safe auch nichts ändern. Die Leute haben ja gefragt, ob ich der Typ bin, mit dem, was ist denn mit dem Kombi los? Da gibt es ein YouTube-Video, ne? Wo irgendwie ein S4 und ein bisschen was, 997 MK2 oder was. Und was ist mit dem Kombi los? Also ich bin's nicht. Haben wir noch einen Trommelwirbel einbauen können. Ja, genau. Also ich bin's nicht. Wie viele rote Kennzeichen haben wir? Also wir haben 3 Stück aktuell. Na, wir überlegen, ob wir noch ein 4. holen, aber 3 haben wir jetzt aktuell. Akzent und Dialekt, ja, da regen sich manche auf. Also grundlegend, Akzent hat mit dem Dialekt nichts zu tun. Mhm. Das sind 2 verschiedene Sachen. Und ja, wir kommen aus Sachsen. Ja, wir sind Ossis. Und ja, wir reden, wie wir reden. Und daran werden wir auch nichts ändern. Nee, auf jeden Fall, das geht halt, das ist halt wie es ist. Quatsch. Für mich der Olaf Schubert, der Autohändler. Ich hoffe, ich sehe auch nicht so aus wie der. Nee, alles cool. Am geilsten fand ich ja von dem Typen zum Tag der Einheit, wo er das Video gemacht hat auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche. Hab ich nie gesehen. Ah, das kennst du nicht? Nee. Übelst geil, Kunde. Übelst geil. Jeder Wessi lacht sich tot. Versprochen. Ehrlich. Ich kenne ihn persönlich überhaupt nie, aber ich finde seine Videos lustig auf jeden Fall. Das ist ein lustiger Typ. Kaputte Hose, ja komm, wer, du, da scheiße ich drauf, das ist mir vollkommen egal. Na? Was? Ja, da ging so letztens eine Diskussion los wegen meiner Hose, die Löcher hatte. Ja, meine Güte, wenn das deine Engine-Sorgen sind, dann kann ich der Uni helfen. Dann können wir gar nicht tauschen, wenn das alles ist, was dich beschäftigt. kann dieser vielleicht auch mal eigene Videos machen? Kann die bestimmt. Mhm. Sollen wir mal gucken. Aber die wird wahrscheinlich in nächster Zeit öfter wieder zu sehen sein und so weiter, weil die dann auch wieder hier mehr aktiv sein wird. Demnächst. Sind bei euch auf dem Hof schon mal Autos geklaut worden und wenn ja, welche? Ja, geklaut auch. Gott sei Dank bisher ein komplettes Auto. Es war ein A4 Cabriolet aus Baujahr 2007, 27er TDI mit S-Line-Paket in Rot. Haben wir aber das Geld von der Versicherung gesehen. Das war in 10, 12 Jahren. Na doch, nein, es wurden noch mehr geklaut. Wir haben uns damals beim Auto gegen O2 alles geklaut. Ich weiß nicht mehr, ich glaube ein CLK oder sowas. Da stand mein alter 7er BMW noch quer davor, deswegen konnten die den wegfahren, weil ich einen Schlüssel bei mir hatte. Aber da wurden O2 geklaut, also insgesamt 3. Aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und Felgen wurden halt schon geklaut und Spiegel und Kennzeichen und ach, weiß nicht was alles. Ob wir mal den Mythos rote Händlerkennzeichen aufklären könnten. Mythos rote Händlerkennzeichen. Also ich sage mal so, wie es ist. Die roten Händlerkennzeichen sind nur, und zwar ausschließlich nur dafür da, dass du Test, Überführung und Probefahrten damit machen kannst. Mehr nicht. Du darfst damit keine Sonntagsfahrt machen. Du darfst damit ohne deinen Kumpel fahren lassen. Oder in Urlaub fahren oder sonst was. Das war früher bestimmt alles gang und gäbe, aber heutzutage geht das nicht. Und auch keine Privatfahrten damit machen. Machen wir grundlegend nicht. Hier schreibt einer unter Smetsande Hashtag 4 Video, Schmiergeld und korrupte Verkäufer. Ich hoffe, genug potenzielle Kunden schauen deine Videos, das sind Schulungsvideos für Kunden. Wir machen es mittlerweile auch so. Reserviert, das sind Händler offensichtlich, reserviert wird nur für die Anfahrt, verhandelt wird nicht am Telefon, Fernabsatzgeschäfte gibt es keine mehr. Probefahrten nur für Käufer, die finanzierbar sind, in Klammern, beziehungsweise
die konkret wissen, wie sie das Fahrzeug bezahlen wollen. Und ansonsten unterschreibt der Kunde mittlerweile ein Beratungsprotokoll zum Kaufvertrag, dass er über den Inhalt informiert wurde, in Klammern somit keine Ausrede mehr, ich habe das nicht gelesen. Ja, sehr interessanter Ansatz, kann ich auch nur von zuraten, zu Beratungsprotokollen schriftlich zu verfassen, wenn du die Zeit und Nerven dafür hast, wo du den ganzen Inhalt des Gesprächs nochmal aufnimmst und beide unterschreiben lassen, das kriegen beide mit. Weil das geschriebene Wort steht immer vor dem Gesprochenen. Wir nehmen es im Kaufvertrag oftmals auf, aber manchmal sind es auch so ganz kleine Details. Daher, sowieso hat er aber gesagt, dass wir das alles noch neu machen. Manche Kunden machen das wie kleine Kinder. Mama hat gesagt, nein, sitzt der Verkäufer ist nicht da, bei der Auslieferung sitzt ein anderer. Was denkst du, was da passiert? Der Herr sowieso oder die Frau sowieso hat gesagt, das ist so und so und so und so. Weißt du, wie oft wir das erleben? Seitdem versuchen wir, dass jeder Verkäufer seine Auslieferung auch selber macht, weil er dann eben auch selber weiß, was er mit wem besprochen hat. Ich bin sogar schon auf dem Punkt, ehrlich. Ansonsten finde ich das sehr straight, was du hier schreibst. Das ist keine harte Linie, aber so hältst du dir auch ganz viel Müll weg, auf Deutsch gesagt. Also so ganz viel Theater, auch Kunden, die anstrengend sind und so weiter und so fort. Muss natürlich jeder für sich selber wissen. Du verpresst damit auch Kunden, das ist safe. Da gibt es garantiert Kunden, die sagen, habe ich keinen Bock, da fahre ich nicht zu dem. Ja gut, auf das gehe ich nie ein. Hier schreibt einer, schade um die Tanke, da war da mal regelmäßig, jetzt stehen da nur noch Protzautos, die sich kein normaler Bürger leisten kann. Ja, danke für deine Oberflächlichkeit, Kollege. Dann kommen wir über unseren Hof und da haben wir auch Autos für normale Bürger. Haben wir ja genauso. Fand ich schade um die Tanke. Das ist geil. So ein Quatsch, Alter. Ich denke mal, an der Stelle reicht es jetzt auch, oder? Ja. Auf jeden Fall freuen wir uns natürlich auch über eure Zuschriften. Natürlich können wir nicht auf alles zeitnah eingehen, weil wir im Tagesgeschäft auch schon mal E-Mails vom Kunden beantworten müssen. Das wird auf jeden Fall der Running Gag. Ja. Das wird auf jeden Fall der Running Gag, Kunde. Das wird, ich sehe auch schon Rabattcode, E-Mail vom Kunden. E-Mail vom Kunden 10. Ne, E-Mails beantworten 10 oder irgend sowas. Ich sehe mich schon ganz klar. Mal gucken, wohin die Reise hingeht mit dem YouTube-Kanal. Freunde, an der Stelle sind wir jetzt raus. Peace over and out. Bleibt gesund.